Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht's weiter mit der Fivefam-Reihe. Und zwar habe ich heute ein Warenhaus MLO für euch. Und wo sich das gute Stück schon mal befindet, das zeige ich euch jetzt. Und zwar befindet sich das gute Stück dann hier an dieser Position. Und so sieht das Ganze dann von außen aus. Und ich würde sagen, wir schauen uns das gute Stück einfach mal an. Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung zum Ersteller verlinkt, ja. Servus. How's it, bro? Well, I just got my third. Und hier noch ein Seitenausgang oder Eingang. Und hier wiederum noch ein Seiteneingang oder Ausgang. I need to hit a ball now. Whatever, dude. So, ich würde sagen, wir kommen auch direkt zur Installation. So, wenn wir das gute Stück dann heruntergeladen haben, dann haben wir diese ZIP-Datei und wenn wir die auspacken, dann haben wir diesen Ordner hier und den brauchen wir jetzt auch. Dazu kopieren wir uns einmal den Ordnernamen raus und gehen in den Resource-Ordner und ziehen einfach diesen Ordner in den Resource-Ordner. Anschließend gehen wir zurück und gehen in die Server-CFG oder in die Extra-CFG. Und müssen das gute Stück hier nur noch starten, speichern und schließen. Wenn wir das gemacht haben, dann müssen wir nur noch den Server neu starten. Die Koordinaten findet ihr auch zum Kopieren auf der Erstellerseite, die ich unten in der Videobeschreibung für euch verlinkt habe. Gut Leute, falls euch das Video soweit gefallen sollte, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut da rein und ciao, ciao. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love.